Noch am Morgen waren die Spuren des misslungenen Banküberfalls sichtbar. Zwei Männer hatten in der Nacht zum Mittwoch einen Geldautomaten an der Heinrich-Hertz-Straße in Kassel-Waldau gesprengt. Weil ein Zeuge sie beobachtet hatte, konnte die Polizei die Tatverdächtigen schnell fassen. Nach den bisherigen Erkenntnissen hatten die Männer gegen 2 Uhr ein Gasgemisch in den Geldautomaten strömen lassen und dann versucht, es über eine Fernzündung von außen zur Explosion zu bringen. Das gelang zwar, durch die Druckwelle wurde jedoch auch der Zugangsbereich und das Schiebetürsystem so stark beschädigt, dass der Zugang versperrt blieb. Die Männer flüchteten ohne Beute. Ein 50-Jähriger aus Vellmar hatte diese dabei beobachtet und sich Teile des Kennzeichens gemerkt. Er alarmierte daraufhin die Polizei, die das Fluchtfahrzeug mit Hamburger Kennzeichen entdeckte und die beiden Tatverdächtigen schließlich festnahm. Im Kofferraum des Mietwagens entdeckten die Beamten dann die 2 Glasflaschen und diverse Schläuche. Die Verdächtigen sitzen derzeit in Kassel im Polizeigewahrsam.